Wir hören ja in den Verteilungsdebatten immer wieder, dass Reichtum in unserer Gesellschaft schon bei einem Monatseinkommen von 5.000 Euro und bei Vermögen von über 300.000 Euro einschließlich der Immobilie beginnt. Und in der Diskussion um die Besteuerung der Reichen lässt sich, wenn man so argumentiert, natürlich gut Angst schüren ums ererbte Reihenhäuschen und Stimmung machen gegen die neidvolle Unterschicht, die nicht arbeiten und trotzdem auch so viel haben will. Interessant wird es natürlich erst, wenn man über Reiche redet, bei einem Jahreseinkommen von 250.000 Euro für Singles und 500.000 für Verheiratete. Damit wäre unser Bundespräsident noch unterhalb dieser Grenze, aber die meisten Sparkassendirektoren und Chefs von kassenärztlichen Vereinigungen darüber. Dann kommen die noch besser Verdienten hinzu, bis hinauf zu den Top-Managern in Industrie und Finanz, mit ihren die Millionen- oder auch 10-Millionen-Grenze, Ackermann, überschreitenden Geldgehältern. Auch Spitzenpolitiker, die einige Jahre auf Parlamentsbänken oder Ministersesseln darben mussten, um dann mit lukrativen Vorstandsposten für geleistete Dienste entschädigt zu werden, spielen eine Rolle in dieser Verteilungsdebatte. Aber hier wird mehr verschleiert als aufgedeckt. Nicht, dass da vieles aus dem Ruder läuft, siehe Wulff-Affäre. Es ist eben so, der Kampf um pekuniäre Vorteile reicht von ganz unten bis ganz nach oben, zerstört die soziale Solidarität und erzeugt ein Klima der uferlosen Korrumpierbarkeit. Letztendlich entsteht eine Winner-Takes-All-Mentalität, eine Ellbogengesellschaft, wobei für viele der Gewinner, vor allem aus dem halbseitigen Bussi-Milieu der Spekulation und Schaustellerei, auch der gelegentliche Absturz vorprogrammiert ist. Aber oberhalb dieser ganz gewöhnlichen Biergesellschaft gibt es noch eine Region, die seit jeher die Frau und den Mann auf der Straße und auch Religionsstifter, Philosophen und sogar Ökonomen und Soziologen finanziert hat. Der Wall Street-Journalist Robert Frank, der einen Blog im Wall Street Journal betreibt, nennt diese Region Richestan und beschreibt sie ausführlich und amüsant in einem gleichnamigen Buch. Das ist das Land der Superreichen, vollkommen abgehoben, in einem den ganzen Erdball umspannenden virtuellen Raum schweben. Die Bewohner des Landes Richestan sind so reich, schrieb einst der amerikanische Soziologe Ferdinand Landberg, die sind so reich, dass unser Planet schon zerplatzen müsste, damit sie durch irgendeine Krise ernsthaft gefährdet würden oder gar abstürzten. Die Grenzen von Richestan sind fließend und es geht kaum noch um Einkommen, sondern vor allem um Vermögen. In harten Zahlen liegt die Grenze zwischen Reich und Superreich bei rund 300 Millionen Dollar frei verfügbarem Vermögen, also abzüglich der selbstgenutzten Immobilien, der zum Lebensstil gehörenden langlebigen Güter wie Auto, Yachten und so weiter. Das bedeutet, dass im globalen Kernland von Richestan rund 50.000 bis 60.000 Superreiche leben, mit einem Vermögen von jeweils über 300 Millionen Dollar. Unter ihnen sind, die Schätzungen gehen weit auseinander, rund 3.000 Milliardäre, also wesentlich mehr als Forbes Magazin in seinen jährlichen Listen bekannt gibt, also rund 3.000 Milliardäre, wohlgemerkt weltweit und unter Einbeziehung der dunklen Ecken, sozusagen der Rotlichtbezirke von Richestan, denn es gibt natürlich auch viele Gangster, Rauschgifthändler, Menschenhändler und so weiter, die in dieser Höhe angesetzt werden können. Also wir haben rund
200.000 ultra-high-net-worth-individuals mit einem Vermögen zwischen 30 und 300 Millionen nochmal dazu. Also das sind die, die nicht superreich, aber doch noch sehr eng am Kern der Superreichen sind. Wir haben dann einmal 1 Million high-net-worth-individuals mit Vermögen zwischen 5 und 30 Millionen Dollar. Und hinzu kommen, wiederum sehr konservativ geschätzt, rund 10 Millionen oder mehr High-Net-Worth-Individuals mit einem Vermögen zwischen 1 und 5 Millionen Dollar. Diese letzte Gruppe, diese HNWIs, drängen selbstverständlich auch ins Land Richistan, ins Land der Superreichen, doch die meisten werden an den Grenzen abgewiesen. Siehe diesen Gegensatz, reiche Superreiche. Diejenigen, die eine Aufenthaltsgenehmigung in Richistan bekommen, müssen dann oft gehobene Dienstleistungen für die Superreichen erbringen. Wir kennen sie als Spitzenkräfte des Investmentbanking, als Topmanager der Industrie, als Medienmogule und sogar einige Spitzenärzte, Unterhaltungsstars, Politiker schaffen es, durch diese Mauer um Richistan zu schlüpfen. Die Erhaltung der Luftschlösser von Richistan hängt genau an diesem Verhältnis von Superreichtum und Reichtum. Während Superreichtum sozusagen ein absoluter Begriff ist, handelt es sich bei Reichtum um eine relative Größe, die unter anderem auch die Eliten, die dienstbaren Funktionseliten umfasst, die aufgrund ihrer Leistungen zur Erhaltung des Gesamtsystems in diese Regionen aufgestiegen sind. Es ist ja schwer, sich das Leben jener Gruppen und Schichten vorzustellen, welche die allerobersten Ränge der Listen des Forbes Magazins oder der Londoner Times oder auch des Manager Magazins, die 500 reichsten Deutschen, bevölkern. Was wissen wir schon über die meisten der 100 oder 500 reichsten Amerikaner oder Europäer oder Deutschen? Da gibt es Familien mit über Generationen vererbten, zum Teil gut versteckten, riesigen Vermögen. Da gibt es neureiche Entrepreneurs und Erfinder aus dem Milieu der neuen Technologien, der Finanzindustrie oder der Massenvermarktung, siehe Aldi. Und dann die durch korrupte Privatisierungspraktiken aufgestiegenen Oligarchen, siehe Russland, die Mafia-Milliardäre wie Berlusconi und so weiter. Diese unterschiedlichen Typen von Superreichen haben zunächst einmal kaum gemeinsame Interessen und Kulturen. Vereint aber sind sie durch das gemeinsame Bedürfnis, ihre zentrale und weitgehend abgedunkelte Stellung in praktisch allen Gesellschaften, also ich würde fast sagen, ihre quasi planetarische Stellung, zu verteidigen. Und, wie der Name schon sagt, ihren Superreichtum unbegrenzt zu vermehren, vor Umverteilung zu schützen, als das selbstverständlichste und zugleich unangreifbarste von der Welt erscheinen zu lassen. Solche Absichten können in unserer komplexen Welt nur mit Hilfe eines umfangreichen Dienstpersonals befriedigt werden und werden immer noch so befriedigt. Und hier kommen dann unsere schon erwähnten Funktionseliten ins Spiel. Sind sie arriviert, so haben sie, wie gesagt, eine Arbeitserlaubnis in Richistan. Und für den Nachwuchs wird gesorgt durch all diese Ausleseverfahren des Ranking, des Evaluierens, gerade auch in den Bildungssystemen. Diese immer perfekteren Selektionsmechanismen dienen dazu, die Besten und Klügsten für Ausbau und Sicherung der Infrastruktur von Richistan zu rekrutieren. Bis vor kurzem jedenfalls strebten aus solchen Gründen die hellsten leeren Köpfe von Harvard, Yale und Stanford in die Zentralen des Investmentbanking, in die Stäbe der multinationalen Konzerne. Auch im Politik-Establishment gibt es entsprechende Positionen und in den großen Rechtsanwaltskanzleien, in der Wissenschaft, den Medien, der Kultur. Und diese Elite-Positionen werfen umso höhere Einkommen und Boni ab, je mehr sie dem Erhalt eines Systems dienen, das immer mehr Beobachter ein plutokratisches System nennen. Und zwar Beobachter
aus der Mitte des Establishments, wie Robert Reich, Christian Freeman, wir können auf solche Positionen der Diskussion auch zu sprechen kommen. Vereinfacht gesagt, Funktionseliten sind unentbehrlich für das Weiterbestehen des Superreichtums. Und es wird zum Beispiel über Förderungseinrichtungen, Stiftungen, Privatisierung des Bildungswesens und so weiter alles getan, um diese Funktionalität zu optimieren. Insofern kann man von einem Machtkomplex oder Machterhaltungskomplex sprechen. Im Zentrum dieses Komplexes finden wir den Superreichtum, also die Geldelite oder den Geldadel, der oft sogar ziemlich ahnungs-, funktions- und orientierungslos dahin luxuriert, also gar nicht so genau weiß, was da geschieht, aber sie sind eben da und sie haben es. Für die richtigen Ahnungen, Funktionen und Orientierungen aber steht eben ein Kranz von Eliten bereit. Konzern- und Finanzeliten kümmern sich um die Vermehrung des Reichtums, politische Eliten sorgen für eine Verteilung des Reichtums von unten nach oben unter tunlichster Wahrung des gesellschaftlichen Konsens. Verwaltungs-, Wohlfühl- und Wissenseliten halten diese Gesellschaft des goldenen Kalbs, ihre Infrastruktur, ihre Kultur und Wissenschaft insgesamt am Laufen. Die ultimative Oberschicht aber, um die sich alles dreht und in deren Safes und auf deren Konten der von allen arbeitenden Menschen erzeugte Reichtum zusammenfließt, steckt in einer Zwickmühle. Einerseits möchten sie sich abschotten, in Ruhe und Muße genießen, beispielsweise den gerade für 90 Millionen Dollar ersteigerten Cézanne. Ja, man muss sich eine Wohnung, ein Haus vorstellen, an dem 90 Millionen teure Gewehre hängen, und zwar mehrere oder viele. Also sie möchten das in Ruhe genießen, den Picasso, eben für 21 Millionen Dollar erworbenen, geschnitzten Art Deko-Sessel, nur einen Stuhl, 21 Millionen Dollar. Oder eben die Turns mit der 150 Millionen Megayacht oder der Rückzug in den Privatpalast an der Côte d'Azur. Das ist die eine Seite, in Ruhe gelassen zu werden wollen. Andererseits müssen auch die Superreichen sich in dieser Mediengesellschaft auf irgendeine plausible Art rechtfertigen und deshalb auch sehen lassen. Schon vor 120 Jahren hat der amerikanische Soziologe Thorsten Veblen auf die propagandistische Funktion des auffälligen Luxuskonsums hingewiesen. Die 500.000 Euro teure Extraanfertigung eines Ferrari signalisiert dem Golf-GTI-Fahrer, dass er eigentlich mit einigem Glück doch vielleicht auch einmal in diese Kategorie aufsteigen könnte. Und schon ist dieser junge GTI-Mann auf diese Art von Aufstiegsgesellschaft fixiert. Unsere Mediengesellschaft wird inzwischen durchaus mehr über die Superreichen wissen und einige von denen gefallen sich denn auch und sogar mit einigem Recht in der Rolle des guten Milliardärs. So trafen sich kürzlich öffentlichkeitswirksam in New York auf Einladung von Bill Gates und Warren Buffett ein Dutzend der reichsten Leute dieser Welt, Milliardäre wie New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg, George Soros, Eli Broad, Oprah Winfrey, David Rockefeller und Ted Turner redeten über die globale Finanzkrise und tun es immer noch in Davos, über den Sinn von Philanthropie, aber auch über die wohlfeile Lösung aller unserer Probleme, man höre und staune, der geplanten Verdrängung der Weltbevölkerung. Doch trotz des Wirbels um solche Veranstaltungen dann nicht viele Details über den Inhalt jener Diskussionen an die Außenwelt. Dafür nette Bilder und der Eindruck, man könne sich auf den Gemeinsinn der Superreichen schon verlassen. Diese Art von Propaganda für die Segnungen der Plutokratie dienen auch bei uns, verblättert die Gala, Galore und exklusive, nicht frei verkäufliche Hochzeitschriften wie das Patek Philippe Magazin oder Credo, die Kundenzeitschrift der fürstlich-lichtensteinischen Privatbank LGT. Und auch die Mainstream-Presse bekleckert sich hier mit Ruhm. So gab es 2007 einen Spiegeltitel
Überschrift Die Retter der Welt, der Feldzug der Reichen gegen Armut, AIDS und Klimawandel. Das Bild zeigte Superreiche und einige ihrer Domestiken. Bill Clinton, Bill Gates, Warren Buffett, Angelina Jolie, Richard Branson, wie sie als Superhelden den Erdball umkreisen. Das Magazin Newsweek stieß im April 2008 ins selbe Horn. Das Titelblatt verkündete die Superklasse in Aktion, wie eine neue globale Elite die Kreditkrise bekämpft und unsere Welt umformt. Und die Economist vor knapp einem Jahr mit einer großen Sondernummer mit dem Titel The Rich and the Rest. Die Reichen und der Rest. Die Sache ist aber viel ernster. Die amerikanische Herrschaftsstrukturforschung, Power Structure Research, hat ziemlich überzeugend die Pfade nachgewiesen, die wie in dieser mächtigsten Demokratie der Welt heute die zentralen politischen Entscheidungen ablaufen. Und dieses Herrschaftsmodell ist wie McDonald's ein Exportschlager geworden. Auch in Berlin versucht man sich ja an einer Kopie. Die Richtlinien der Politik werden in den USA in Netzwerken festgelegt, die weitaus dauerhafter sind, auch was das Personal angeht, als die jeweiligen Präsidentschaften. Es ist völliger Unsinn, den jeweiligen amerikanischen Präsidenten als den mächtigsten Mann der Welt zu apostrophieren. Wir sehen ja, wie Clinton, Bush und jetzt vielleicht bald auch Obama im wohlgepolsterten Machtvakuum nach ihrer Präsidentschaft verschwinden. Nein, in einer Demokratie hat entweder das Volk die Macht und möglicherweise wären dann derzeit tatsächlich die Amerikaner, was nicht besonders erheben, wäre das mächtigste Volk der Welt, oder die Macht hat sich in ganz anderen, langlebigen Herrschaftsstrukturen eingenistet. Über die Elite-Universitäten, die großen Stiftungen und Thinktanks wird ein großer Teil des Einflussgeldes verteilt. Von dort kommen die Experten, die in einem Geflecht von formellen und informellen Diskussions- und Planungsgruppen Gesetzesvorlagen vorbereiten und so weiter. Die Expertisen landen dann bei den Parteien in Ausschüssen, Geld plätschert in die Wahlkassen der Abgeordneten und Senatoren und in die offenen Hände der Meinungsmacher. So ist relativ sichergestellt, dass nur Regelungen und Gesetze der ursprünglichen Auftraggeber realisiert werden. Wie kann man sich aber den Politikspiel vorstellen, der aus diesem schwarzen Loch der Superreichen, die eben nicht besonders spezialisiert sind, herauskommt? Wenn ein Superreicher überhaupt über Politik nachdenkt und nicht einfach seine Macher machen lassen will, so kauft er sich eben ein paar Philosophen, Wissenschaftler, Institute und lässt nachdenken. Und nicht alle Superreichen sind ja so sympathisch wie bei uns Jan-Philipp Bremsmar, Rang 151 der Liste der reichsten Deutschen des Manager-Magazins mit einem Vermögen von rund 650 Millionen Euro, der sich ein eigenes Hamburger Institut für Sozialforschung hält, das ganze Wissenschaftsdisziplinen beeinflussen kann. Auch Klaus Tschierer, den kaum jemand kennt, immerhin Rang 19, 5,4 Milliarden Euro, ragt mit seiner beachtlichen Wissenschaftsstiftung aus diesen Kreisen hervor und ist damit größer als die Bertelsmann-Stiftung. Überhaupt sind es die Zirkel der großen Stiftungen und Thinktanks, in denen sich unsere superreichen Laiendenker weltweit anregen und beraten lassen. Auch russische Oligarchen und in zunehmendem Maße chinesische Milliardäre gehen dort zur Schule. Die Herbert Quandt Stiftung hat eigene Veranstaltungen gerade auch für den asiatischen Raum entwickelt und bietet sie an. Dort gehen die chinesischen Lehrer in die Schule. Man denke auch zum Beispiel an den seit Jahrzehnten betriebenen Nachhilfeunterricht für Milliardäre und Millionäre natürlich seitens des New Yorker Council on Foreign Relations,
mit seinem europäischen Ableger und auch nationalen Ablegern. Und es gibt noch viele andere Orte und Gelegenheiten, wo der Weltadel seine Interessen formulieren und Strategien entwerfen kann. Gut durchleuchtet vom Power Structure Research sind in den USA die Aufsichtsräte von Institutionen wie der Harvard University, der New York Times oder auch der Metropolitan Opera und andere Kultureinrichtungen, in denen man sich einfach zwanglos treffen kann. Darüber ist viel nicht bei uns, aber in den Vereinigten Staaten publiziert worden, über alle möglichen dieser Treffpunkte, dieser Clubs und so weiter. Ich will das jetzt hier an dieser Stelle abkürzen.